Sie tauchen bei einer Hochzeit auf und töten alle Gäste. Das ist für mich sehr bösartig. Ja, also, die hätten auch beim Kaffeeklatsch rumkommen können und alle töten können, wäre auch bösartig gewesen. Aber wie dem auch sei. Warum nur? Warum ausgerechnet heute? Heute sollte ich doch vermählt werden, ob Ferdinand noch am Leben ist. Diese Wesen kommen vielleicht wirklich von der Spiegelwelt. Der was? Spiegelwelt? Habt ihr die Märchen nie gelesen? Ah, ihr ungebildetes Stück Scheiße. Also gut, ich werde es euch erzählen. Oh, Geschichte. Die Spiegelwelt ist, ist der Zwillingsbruder von Bintuvia. Ein Planet, welcher fast nur aus Vulkanen besteht. Vor hunderten von Jahren, bevor unsere Kultur überhaupt existierte, herrschte hier ein unglaublich zerstörerischer Krieg. Und warum erzähle ich dir das eigentlich hier in diesem einstürzenden Schloss? Sieben Wesen, welche sich die Blutenkler nannten, erschufen 13 Planeten, darunter auch Bintuvia. Hier auf der Spiegelwelt trafen sie sich nach ihrer Schöpfungsarbeit. Doch einer von ihnen, sein Name war Shinson. Shinson? Moment. Im Intro stand doch präsentiert von Shinson. Nee, ein Spiel von Shinson. Also hat dieser Shinson sich selber in das Spiel integriert? Als weltweit vernichtender Gott. Ja. Okay, gut. Wenn ich in eine Geschichte gesetzt werden sollte, dann möchte ich nicht unbedingt auf der bösen Seite stehen. Nicht unbedingt. Ich möchte zumindest nicht derjenige sein, der alle Welten vernichtet. Aber okay, das soll jeder für sich machen. Naja. Doch einer von ihnen, sein Name war Shinson, tötete schließlich die anderen 6. Ladida, schwuppdido. Aber kurz darauf verspürte er Mitleid und weinte seinem 1 Million Tränen. Ah ja, ich habe sie alle gezählt. Aus diesen Tränen entstanden die Schutzengler oder Schutzengel, wie sie heute eher heißen. Ach, aus einem Gott, der andere Götter vernichtet, entstehen Schutzengel. Ja, macht Sinn. Shinson verwandelte sich darauf in die Totenwelt, einfach so, Mechanis. Doch die Schutzengel sollten rein und voller Liebe sein, so sollte er es haben. So wollte er es haben. Sie sendeten ihre Liebe hinaus auf Bintuvia und waren damit unsere Schöpfer. Die Skiden, Biestmänner und Zwerge begannen mit einem neuen Leben außerhalb ihrer Höhlen. Eines Tages jedoch wurde Charista geboren, ein Schutzengel, welcher jedoch ein böses Herz hatte. Sie wurde deshalb von der Spiegelwelt verbannt und reiste dann nach Bintuvia. Dazu benutzen sie ein Weltenschiff. Ja, ja, das ist heutzutage einfach ganz normal. Das ist eine Art mechanische Kreatur, welche sie erschuf. Dort erschuf sie tausende von Monster und ließ die Toten als Geister auferstehen. Haha, Zombies, da. Man sagt, sie wäre der Schutzengel von König Gregor gewesen. Rogar, der Held, hat sie dann natürlich getötet. Das merkwürdige... Oh, Mann. Schwierig. Die Stimme so zu halten, ja. Das Merkwürdige ist, dass das fast ganz genau 500 Jahre her ist. Und keiner glaubt heute mehr an Monster oder Magie. Aber sagt, woher wisst ihr das alles? Tja, ich meine, ist es nicht schön, ein Kaffeekränzchen hier zu halten, neben dem Blut unserer verstorbenen Freunde? In dieser Bibliothek sind uralte Schriftstücke aufbewahrt, keiner weiß, woher sie kommen, aber ich studiere sie schon seit Jahren und konnte sie übersetzen. Die Schutzengler sind laut meinen Schriften zwar rein und bestehen nur aus guter Magie, aber vielleicht sind sie doch bösartig. Ist sie Kaun vielleicht der Schutzengler? Er ist mir im Wald begegnet und hat mich vor diesem Angriff noch gewarnt. Warum sollte er dich warnen? Ja, ich weiß selbst nicht. Ich weiß auch selbst nicht mehr, was das alles war. Diese Schriftrollen habe ich lange Zeit nur für eine Fälschung gehalten. Also bin ich kein Experte auf diesem Gebiet, aber am besten besuchst du meinen alten Kollegen Brenniel in Farskiden. Wollt ihr mitkommen? Ja, also der will hier jetzt sicher nicht bei den Toten sein. Da bietet man ihn doch lieber an, dass man auch mitkommen tut.
ich bin zu alt für diese Reise. Ich werde in diesem Schloss bleiben und das für euch hüten. Am besten auch gleich reinigen von dem Blut meines Vaters. Es liegt eine sehr weite Reise vor euch alle. Ja, viele Gefahren werden sich euch in den Weg stellen. Das Königreich von Vaskiden liegt weit im Norden. Wandert einfach auf der Reichsstraße entlang, so kommt ihr schnell dorthin. Ich werde mein Bestes tun. Lebt wohl, mein Freund. Lebt wohl, Prinzessin. Hoffentlich findet ihr den König wieder. Er ist tot. Wir haben seine Blutpfütze gesehen. Ich glaube, er ist tot. Mögen die Vorfahren euch schützen. Mögen die Vorfahren euch schützen. Das haben sie gerade schon gesagt. Oh, okay. Aber mein Alzheimer setzt wieder ein. Ich würde gerne die Waffe ziehen. Ich habe hier ein ungutes Gefühl. Ah, Zimmer. Ich will mein Zimmer. Speichern! Ah, Moment. Vielleicht haben uns die Monster etwas dagelassen. Nein. Boah, mein Gott. Ich möchte mal eben was trinken. Die Stimme war übel. Ah. Boah. So. Ja, ja. Ist zumindest gut, dass man noch alles ansprechen kann. Naja, ich meine, ihr wurde gerade alles genommen, was sie überhaupt hatte. Und sie sagt immer noch genau dasselbe. Zu ihren Möbelstücken wie auch zuvor, was nicht unbedingt Sinn macht. Sie würde jetzt nicht voller Freude sagen, mein Ersatzpaarstiefel, na und? Macht, finde ich, wenig Sinn. Wir gucken jetzt mal hier rein. Ein Brief! Bitte? Man kann ihn nicht ansprechen? Sorry, aber das wäre geil gewesen. Ich meine, wenn man da schon einen Brief hinlegt, das wäre so geil gewesen, wenn dann Sir Ferdinand gesagt hätte, meine Liebe, ich liebe dich von ganzem Herzen. Ich will dich eigentlich nicht verlassen, aber es ist von größter Notwendigkeit, dass ich meinem Herzblatt den letzten Wunsch erfülle, dass sie nicht heiraten muss. Na, okay, ja. Das ist natürlich schlecht, dass die hier alle tot sind. Wir schauen uns mal. Vielleicht können wir nach oben gehen. Nope. Ja. Ah, Vogelgezwitscher. Episch. Die Musik ist immer noch sehr mysteriös gehalten. Wir speichern hier nochmal, weil wir es können. Und gehen! Rechts lang! Reichsstraße! Okay. Das werde ich rausschneiden. Es tut mir sehr leid. Das darf nicht sein. Da ich es rausgeschnitten habe, ich habe gerade ein schönes Spoilerchen gemacht, dank Mineralwasser. Okay, gut. Es tut mir echt leid. Nein, das darf nicht sein. Das darf überhaupt nicht sein. Ja, warum ist denn hier noch in der Reichsstraße tiefe Dunkelheit? Ah, Insta-Kill. Was mich eben stört, ich meine, wir sind jetzt in der Reichsstraße, das sind viele Kilometer weit weg, ja.
Und ich finde, dann sollte der Nebel oder die komische Musik nicht mehr vorhanden sein. Das macht, finde ich, eher wenig Sinn. Oh, ich hätte den fast nicht erkannt. Nein, nein, nein! Oh, daneben. Nein, lass mich in Ruhe. Brauch nicht eure Hilfe. Ups, wollte ich nicht. Okay. Gegner, die respawnen, also Erfahrung, die respawnt. Das finde ich eigentlich komisch. Das muss nicht sein. Das macht auch... Na... Na okay, gut. Kann man sich drüber streiten. Aber ich finde das eigentlich schon blöd, wenn man sich dauerhaft die Gegner neu spawnen kann. Ja, das ist ein bisschen albern. Stirb! Gut. Weit... Oh mein Gott. Eine feindliche Patrouille? Von wegen, das sind gigantische Monster. Eine feindliche Patrouille, ich sollte mich unten rumschleichen. So ein Mist, dabei liegt Fasfiden doch im Norden, oh nein. Okay. Die Frage ist jetzt, was versteht ihr unter unten rum? Mal schauen, wann wir noch ein paar neue Leute dazu bekommen. Wir haben auch nur noch eine gelbe Beere. Das ist halt weniger gut. Und der letzte Speicherpunkt war halt im Schloss. Okay, hier wird uns, glaube ich, nichts passieren. Jo, wir speichern hier, bevor wir den ansprechen. Nein, ich will erst meinen Grabstein lesen. Den man nicht ansprechen kann, weil man ihn nicht von vorne abblicken kann. Wir reden mal mit unseren Atzen hier. Philipp, hey! Verzeih mir, junge Dame, aber bist du sicher, dass es klug ist, diese Tage über diese Straße zu gehen? Hier kommen eine Art Patrouillen von grässlichen Monstern umher. Ah, nicht, dass ihr denkt, ich wäre verrückt, weil ich von Monstern rede. Es ist nur so. Ich weiß Bescheid. Warum seid ihr dann auf dieser Straße? Nur um Wanderer zu warnen? Ich habe vor denen bisher noch verstecken... Was? Ich habe mich vor denen bisher noch verstecken können. Aber wir sollten bald verschwinden. Ich bin Philipp, der reisende Händler. Wenn ihr etwas kaufen möchtet, dann seht euch nur um. Ich habe feine Sachen anzubieten. Weckt Ohnmächtige wieder auf, okay. Sakedisches Bier. Ein Bier, das erhöht den Mut vor der Schlacht. Ja, definitiv. Laut den alten Märchen vertreiben sie Geister, ja. Wir können nichts machen, aber ich brauche auf jeden Fall rote Beeren. Ich weiß nicht, wie weit ich hier noch komme. Ups, hä, warum können wir hier nicht rüber? Wow, Entschuldigung, aber man sollte das einem schon gönnen. Na, ja, dann gehen wir einfach mal hier weiter in den Süden. Nanu, ein Gelbschleimer? Oh no! Vor allem bei Schleimer. Es ist super, wenn die etwas droppen. Also... Da kann man so viel draus machen. Also das erinnert mich natürlich jetzt im Speziellen an The Legend of Zelda, Wind Waker beispielsweise. Wo es einfach mal möglich war, von den Slimes, whatever, deren Schleim halt zu bekommen und dadurch gewisse Tränke zu erhalten. So, oder brühen zu lassen. Das war halt echt gut. Und ich fände das, ja, Prinzip wäre vielleicht etwas abgekupfert, aber das kann man ja vor allem bei Schleimen machen, ja. Es gibt viele Gegner, wo man das nicht unbedingt machen kann. Na, Gott sei Dank one-hitte ich die mehr oder minder. Oh, eine Kiste.